So we have prepared this theater play out of the two scenes, one from Marlowe's Dr. Faustus and one from Goethe's Faust. And it's the same moment in these two different plays. And what we did was we worked with autobiographical theater, which is a technique that Maxim Gorky Theatre or Théâtre Complicité in London, they use it a lot. And it's the life stories of the actors that are then used to understand and explore the characters within a certain play. School behind. And these young people have used their own life stories to understand these two different scenes and then develop characters of their own lives through these scenes. So they're basically playing themselves. I'm 17 years old and I'm an explorer and adventurer. They developed this plot, and together we all sat down and wrote a story which was from their own real life. It's all simple. I must move on and seize the moment. Die größte Herausforderung für mich war es, über mein Leben zu sprechen, über meine Tiefpunkte. Also das war eine große Herausforderung für mich, mit offen darüber zu reden. Das Schönste, was ich lernen konnte, sind halt die Geschichten von anderen Menschen. Ich bin ja sehr, habe ja einen anderen Hintergrund kulturell und es ist halt schön zu sehen, wie andere Menschen aufgewachsen sind und was für Geschichten die haben, weil es ist so, man kann nicht immer alle Menschen gleichstellen, sondern alle Menschen sind individuell. Und es ist dann halt schön zu sehen, so ja, ich hatte so einen Hintergrund und diese Person so einen Hintergrund. Theater und die Diskussion haben einfach geholfen, diese Fragen zu filtern und zu fragen, was hat dieser Text mit mir zu tun und mit der Welt, in der ich lebe? Und es beginnt dann wirklich so eine Art einfach Dekonstruktion auch deiner Identität. Also wer bin ich? Warum will ich, was ich will? Und was ist gut und schlecht und warum? Also warum haben wir diese Kategorien, nach denen wir Dinge beurteilen? Und Literatur ist einfach eine großartige Möglichkeit, das zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, die Welt zu hinterfragen. I think when it comes to, you know, young people, and there's always the hope that the next generation, the younger generation, will be more tolerant. You know, there's always unnecessary stereotypes that you can get rid of. Definitely, obviously, it's impossible to get rid of every stereotype. But if you compare, you know, older generations to younger generations, there's definitely progress, and I hope that there will be even more progress, right? So that we have, you know, a very tolerant population in general. But what I really hope is that everyone just can be happy and just enjoy their life, because I think the most important thing in life is to be happy and to enjoy your life.